wichtiger denn je ist es mir, zu diesem Thema zu Ihnen zu sprechen. Gerade deshalb, weil der Winter bevorsteht und wie Sie alle wissen, die Anschläge auf die Infrastruktur der Ukraine haben in einer Weise zugeschlagen, dass es wirklich mehr denn je unser aller Unterstützung bedarf. Und diese Unterstützung ist nicht von allen selbstverständlich da, sondern es gibt einige in Deutschland, die ein Narrativ pflegen, was wirklich an Putin erinnert. Ich denke da nur an Gabriele Kone-Schmalz, vielen von Ihnen sicherlich noch bekannt mit der sehr einprägsamen Frisur aus den frühen 90er Jahren und der Zeit der Perestroika. Und das sind doch sehr besorgniserregende Diskurse, die wenig mehr mit Fakten zu tun haben. Und umso wichtiger ist es mir, zu Ihnen zu sprechen. Kurz vor der Invasion in die Ukraine am 24. Februar erklärte Staatspräsident Wladimir Putin in seiner damals fast einstündigen Rede, die Ukraine sei keine eigenständige Nation, sie sei eine Schöpfung Lenins. Russen und Ukrainer seien in Wahrheit ein Volk. Und wie Herr Meyer-Ernst schon gerade eben erläuterte, erschien 2021 ein 20-seitiger Aufsatz mit dem Titel über die historische Einheit der Russen und Ukrainer. Und das Bemerkenswerte, dieser Aufsatz wurde an alle Lehrstühle der osteuropäischen Geschichte in Deutschland verschickt. Das hat man nicht alle Tage, dass man Post vom Präsidenten bekommt. Viele Beobachter mögen diese Einlassungen für einen Ausweis putinschen Größenwahns gehalten haben, als Beleg eines Herrschers, der sich in seinem Drang nach Geltung gedemütigt fühlt und kurz nach der Wiederherstellung der Sowjetunion verlangt. Das allerdings greift weit zu kurz. Vielmehr, das Narrativ von den Russen und den Ukrainern als einem Volk, das hat seine Wurzeln bereits im 17. Jahrhundert und konnte spätestens im ausgehenden 19. Jahrhundert den überragenden Teil der russischen Gesellschaft hinter sich versammeln. Also wir reden von einer fast 200-jährigen Tradition dieses Narrativs. Jetzt möchte ich mit Ihnen für meinen Vortrag meine Folie teilen. Was Sie jetzt heute von mir erwarten dürfen, ist zunächst ein Überblick in Karten in Form eines Ritts durch 1000 Jahre. Danach werde ich Sie abfragen, was Ihnen noch davon in Erinnerung geblieben ist. Dann werde ich kurz einige begriffliche Anmerkungen machen, um dann in medias res zur Frage zu kommen, was ist eigentlich die russische Nation und was ist die Rolle der Ukraine für die russische Nation, genau für die russische Nationsbildung, und werde umgekehrt die Frage stellen, welche Rolle spielt Russland für die ukrainische Nationsbildung, und werde dann zu einem Schluss kommen. Zunächst also jetzt zu dem Ritt durch 1000 Jahre, damit Sie eine Grundvorstellung bekommen von der sehr aufregenden Beziehungsgeschichte dieser beiden ethnischen Gruppen. Sie sehen hier eine Karte, die das mittelalterliche Kiewer Rus-Herrschaftsgebilde zeigen soll, ein multiethnischer Herrschaftsverband, ein ostslawischer Herrschaftsverband. Es ist also noch nicht die Rede von Russen oder Ukrainern. Ein riesiges Reich, das fast von Meer zu Meer reichte, nicht ganz, aber von den Warägern gegründet, die über die Flüsse gen Süden zogen und in der Hauptstadt Kiew ihre Zentrale bildeten. Und dort ließ sich dann das Herrschaftsgeschlecht der Rurikiden nieder, und einer von ihnen, nämlich der Fürst, der Großfürst Wladimir in russischer Aussprache oder Volodymyr in ukrainischer Aussprache, nahm die Taufe an und taufte damit die ganze Rus, das ganze Herrschaftsgebilde 988, ein ganz einschneidender Moment. Sie sehen jetzt auf der nächsten Karte eine etwas zeitgenössischere oder etwas bessere Karte insofern, als hier auch die Namen, die Städtenamen, die Sie sehen, alle aus der Zeit stammen. Das war eben gerade nicht der Fall. Das sollte besser zu Ihrer Orientierung dienen. Da sah man noch Moskau, das in Wahrheit zu dieser Zeit noch gar nicht existierte. Jetzt also sehen Sie aber die Pfeile, die von Osten auf diese Kiewer Rus eindringen. Und das sind die Mongolen, zunächst sind es Mongolen, dann ist es die Tatar-Mongolen. Und die führen 1240 zur Zerstörung Kiews. Und damit bricht allmählich dieses große Reich auseinander. Aber es hatte ein gewaltiges Ausmaß erreicht und es hatte durch die Klammer der Orthodoxie eine große verbindende Kraft entwickelt.
In dieser Zeit also waren noch die heutigen ukrainischen und russischen Gebiete zusammen gewesen. Das ist also noch die Zeit der Ostslawen. Nach dem Einfall der Tataren oder der Mongolen kommt es nun zum Auseinanderdriften und damit zur entscheidenden unterschiedlichen Einteilung der ukrainischen Geschichte in den Bereich des polnisch-litauischen Reiches und die russische oder altrussische Geschichte in die des Mongolenreiches und das Fürstentum Moskau, das sich dann allmählich aus der Klammer des mongolisch-tatarischen Großreiches herauslöst und dann schließlich im Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts ganz selbstständig wird. Sie sehen im Gelb die große Ausdehnung des polnisch-litauischen Reiches, das tatsächlich fast von Meer zu Meer auch reichte, hier auch von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, nur eine wenig andere Ausdehnung als zuvor das Kiewer Reich. Also eine etwas, die Diagonale geht jetzt hier eher von West nach Ost, während es vorher von Ost nach West runterging. Und Sie sehen, dass die ukrainischen Gebiete hier eingezeichnet durch die graue Linie, ich hoffe, Sie können erkennen, wenn ich hier mit meinem Cursor das abfahre, das sind die heutigen Staatsgrenzen der unabhängigen Ukraine. Und die sollen natürlich nicht, die sollen nur zu ihrer Orientierung dienen, aber haben zu der damaligen Zeit natürlich gar keine Bedeutung. So. Und Sie sehen anhand dieser stark gelb markierten Fläche der heutigen Territorialgrenzen von der Ukraine, wie groß der Einfluss Polen-Litauens war und wie gering noch zu dieser Zeit und das immerhin für mehrere Jahrhunderte der Einfluss des Zarenreiches. Dies ist die Karte hier, ist von 1569 nach der Union, die Litauen und Polen gebildet hatten. Und Sie sehen, dieser letzte Rest, der hier noch bis zum Schwarzen Meer hätte reichen müssen, der fehlte, weil in dieser Region der Sultan des Osmanischen Reiches genügend stark war, um seine, hier die Krim-Tataren, die auf der Krim entsprechend immer ihren Rückhalt hatten, um die Einfälle machen zu lassen, sodass diese Region ganz dünn besiedelt war und in den Händen der Reiternomaden stand. Auf der nächsten Karte nun sehen wir 1649 das Hetmanat, das Kosakenhetmanat. So, worum handelt es sich hier? Dies ist nun die erste Form von ukrainischer Unabhängigkeit, wenn man das denn so nennen möchte. Man muss sich darüber streiten, ob es schon ein Staatsgebilde genannt werden kann. Mit den modernen Kategorien des Staates ist diese Zeit eigentlich noch nicht so ganz zu fassen. Aber es ist eine Abspaltung der ukrainisch besiedelten Bevölkerung, mit ukrainischer Bevölkerung besiedelten Territorien unter Anführung des Hetmans, also das so nannte sich der Anführer der Kosaken, Chmelnitsky. Und dieser Aufstand, der 1649 gegen Polen-Litauen erfolgte, basierte darauf, dass die vor allem bäuerliche Bevölkerung, die kosakische Bevölkerung, es leid war, diskriminiert zu werden von den polnischen Katholiken. Sie gehörten selber noch aus der Zeit der Kiewer Rus der Orthodoxie an. Zum anderen fühlten sich die Städte diskriminiert und vielleicht noch am gravierendsten sorgten sich die Bauern, dass die Leibeigenschaft und die Knechtschaft innerhalb des polnisch-litauischen Reiches für sie unerträglich werden würde. Und dieses soziale und konfessionelle Geflecht von Unzufriedenheit, das ballte sich also 1649 zusammen und führte zu diesem Aufstand. Und tatsächlich dazu, dass sich diese Teile herauslösten aus Polen-Litauen und eigentlich sich unabhängig erklären wollten, aber sehr stark, sehr schnell merkten, dass diese Machtposition nicht zu halten war, weil Polen-Litauen natürlich nicht zusehen wollte, wie die großen Gebiete im Südosten ihm abhanden kommen würde. Und jetzt war die Frage, an wen wendet man sich, um noch dieses Territorium als ein ukrainisch bestimmtes Territorium zu bewahren? Und dabei ging der Blick sowohl gen Süden in das Osmanische Reich zum Sultan als auch gen Osten zum Zaren des Moskauer Reiches, der inzwischen gänzlich die mongolisch-tatarische Oberherrschaft abgeschüttelt hatte. Und nach einigen Zaudern ließ sich dann der Moskauer Zar erweichen und nahm die ukrainischen Kosaken, wie er so es nannte, unter seine
Fittiche, aber aus dem Verständnis damals der Kosaken handelte es sich nicht um eine ewige Unterstellung, sondern nur um eine provisorische im Sinne der Steppenallianzen, dass man jetzt erstmal fort von Polen-Litauen kam und dem Moskauer Zaren bei dessen Feldzügen zur Seite stand und dafür seinen Beistand erfuhr. Aus Moskauer Sicht hingegen handelte es sich um eine Unterstellung in die ewige Untertanenschaft, also ein grundlegendes Missverständnis, kann man sagen, oder aber auch ein durchaus geplantes Missverständnis und das bis heute noch für Streit sorgt. Dieser jetzt hier zu erkennende Anschluss der, oder Anschluss der falsche Begriff, Eingliederung des Hetmanats umfasste nur dann am Ende dieses linksufrige Gebiet, linksufrig deshalb, weil man das immer an dem Dnjepr, der hier gen Süden in das Schwarze Meer fließt, orientiert. Und wie Sie ja wissen, ist der Flusslauf immer das Entscheidende für die Frage, was man als rechts und links bezeichnet. Also muss man sich eigentlich auf den Kopf stellen und dann wird klar, dass dies hier das linke, linksseitige Gebiet ist und das das rechtsseitige. Bis auf diese kleine Beule um Kiew herum konnte nur das linksufrige Gebiet am Ende inkorporiert werden, weil, wie zu erwarten, es zu einem großen Krieg zwischen Polen, Litauen und dem Russischen Reich kam und am Ende der Friedensschluss daran bestand, dass also nur das linksseitige Gebiet annektiert werden konnte, während alle rechtsufrigen Gebiete bei Polen, Litauen verblieben und dies noch bis zur Teilung Polens. Und das ist nun dann die neue Karte im 19. Jahrhundert nach der Teilung Polens, die sich ja in drei Schritten vollzog, 1795 war die letzte, ist nun Polen-Litauen, das riesige Reich, von der Landkarte verschwunden, einfach verschluckt von den drei Imperien, nämlich das Zarenreich, Preußen und das Habsburgerreich. Und jetzt ist hier wieder ganz wichtig, orientieren Sie sich wieder an der grünen Linie, die Ihnen die Umrisse der heutigen Ukraine zeigen. Und Sie sehen, dass dieses Gebiet, was hier in hellviolett markiert ist, das ist das Gebiet Galizien, was zu dem Habsburgerreich gehörte nach der Aufteilung der Polen-Litauens unter die drei Großreiche. Und dass dieses Gebiet hier blieb nicht im russischen Bereich bis 1945. Das heißt, erstmal verblieb es beim Habsburgerreich und nach dem Ersten Weltkrieg 1918 kam es dann an Zwischenkriegspolen, also Polen erstand ja wieder auf der Landkarte. Und erst nach 1945 kam es überhaupt zum russischen Einflussbereich, also zum russischen, beziehungsweise in dem Fall dann sowjetischen Staat. Sie können daran erkennen, wie unterschiedlich die Einflüsse sind. Ein großer Teil, also dieser ganze Teil, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts noch unter polnisch-litauischer Herrschaft und dieser Teil bis sogar Mitte des 20. Jahrhunderts. Dann kommen wir zur nächsten Karte. Die führt uns nun schon ins 20. Jahrhundert. Das ist alles, was Sie hier grün erkennen, auch in den helleren Tönen, ist das Territorium, das die ukrainische Volksrepublik nach dem Zusammenbruch des Zarenreiches umfasste. Das Zarenreich fiel zusammen, indem der Zar abdankte in der Februarrevolution von 1917 und sehr schnell bildete sich dann eine autonome ukrainische Regierung, die zunächst noch dachte, innerhalb des russischen Staates bleiben zu können, dann aber feststellen musste, dass es dafür keine Akzeptanz gab, zumindest nicht als eine autonome Region und daraufhin 1918 die Unabhängigkeit erklärte und in ungefähr diesem Rahmen territoriale Ansprüche erhob. Und das Interessante in dieser Phase des Zusammenbruchs der verschiedenen Großreiche, also sowohl des Zarenreichs als auch des Habsburgerreichs, kommt es auch in jenem galizischen Gebiet zu einem eigenen Staatsbildungsversuch, nämlich zur westukrainischen Republik. Also kurze Zeit haben wir es mit zwei ukrainischen Staaten zu tun, die dann aber versuchen noch sich zu vereinen und daran scheitern am Ende, dass sie von den äußeren Kräften, insbesondere von den Bolschewiki, den sogenannten Roten in dem Bürgerkrieg aufgerieben und niedergeschlagen werden und aufgelöst als ukrainische Volksrepublik. Ich mache es jetzt etwas einfach. Es gibt da noch eine Reihe von Zwischenepisoden, aber die spielen jetzt nicht so eine große Rolle. Nun, 1921/22 kommt es zur Gründung der Sowjetunion und die ukrainische Sowjetrepublik, die nun von den Bolschewiki, den Siegern des Bürgerkrieges, gegründet wurde,
wird zwangseinverleibt dieser Sowjetunion. Und noch ein Sprung weiter, nämlich in das Jahr 1991. Hier sehen Sie nun die Ukraine, nachdem die Sowjetunion 1991 zerfallen ist. Und Sie sehen hier viele Prozentzahlen, die darstellen, wie die Menschen abstimmten, als es um die Frage ging, ob die Ukraine ein unabhängiger Staat werden möge. Und das ist hochinteressant, denn wenn Sie sich mal ganz im Osten umschauen, dann sehen Sie in dem Gebiet des Donbass, also das Gebiet, von dem es Putin behauptete, dass die Menschen eigentlich alle zu Russland gehören wollten und dass er dann annektiert hat, 83% votierten für die Zugehörigkeit oder erstmal überhaupt für die Unabhängigkeit der Ukraine und damit natürlich auch für ihre Zugehörigkeit dazu. Und besonders interessant ist, dass selbst auf der Krim über die Hälfte, nämlich 54%, für die Unabhängigkeit der Ukraine stimmte und damals schon verbunden damit, dass man ihnen einen autonomen Status gewähren würde. Sie sehen natürlich auch, die besonders rot, dunkelrot gefärbten Gebiete sind diejenigen, die hier zu Galizien gehören. Sie sehen aber auch Kiew als Schwerpunkt. Sie sehen aber auch, dass der Unterschied zu den anderen Zahlen nicht besonders groß ist. Wenn wir hier von 96% zu 95% reden, dann sind das nur marginale Unterschiede. Und ja, ein deutlicher Beweis dafür, dass das natürlich eine Erfindung nicht nur Putins, sondern zahlreicher ideologischer Demagogen ist, wenn sie behaupten, dass dieses Land in keiner Weise irgendwie einen Einheitswillen gehabt hätte oder eigentlich gar nicht existiere. So, jetzt habe ich mit Ihnen durchschritten 1000 Jahre in einem Schweinsgalopp. Ich bin mit Ihnen kurz auf die Kiewer Rus eingegangen. Ich habe Ihnen die getrennten Wege aufgezeigt mit Polen, Litauen und dem Mongolenreich, den die Ukraine, spätere Ukraine und das spätere Russland gehen sollten. Ich habe Ihnen dann auch nach der Unabhängigkeitserklärung des Hetmanats, nachdem Sie sich von Polen-Litauen losgelöst haben, habe ich Ihnen beschrieben, dass Sie sich dem Zar unterstellt haben. Ich habe ihn nicht genannt gehabt, das hole ich hiermit nach, das Datum, nämlich 1654, das ist auch von Bedeutung, weil nämlich 300 Jahre später, eingedenk dieses bedeutenden Datums, 1654, 1954, Chruschtschow die Gelegenheit ergriff, um der Ukraine die Krim zu schenken. Und es gibt noch viele andere Elemente, die dann eingedenk dieses Datums immer wieder an Bedeutung gewannen. Also das sollte man sich merken. Das ist das Datum, seitdem die zumindest linksufrige Ukraine dann dem russischen Herrschaftsbereich einverleibt worden war. Und ich bin schließlich auf die Gründung der ukrainischen Volksrepublik zu sprechen gekommen, 1917-18. Und dann habe ich Ihnen gezeigt, dass die Sowjetrepublik in die Sowjetunion eingegliedert und anschließend die Ukraine unabhängig wurde anhand der Ziffern mit den hohen Prozentzahlen für eben diese Unabhängigkeit. Nun eine kurze Vorbemerkung zu den Begrifflichkeiten, mit denen ich arbeite. Das ist ja für uns Historiker immer ganz wesentlich, dass wir hier vielschichtig arbeiten, beziehungsweise eben auf die Komplexität von Begriffen immer wieder zu sprechen kommen. Die pauschale Verwendung von russische Nation und ukrainische Nation sollte sich nämlich eigentlich verbieten, weil es die Gefahr in sich birgt, dass man gar nicht weiß, worüber man spricht. Man muss immer davon klar sagen, von welcher Zeit man spricht. Denn Russisch und Ukrainisch bedeuteten zu unterschiedlichen Zeiten völlig verschiedene Dinge. Es bezog sich insbesondere im ukrainischen Fall jeweils auf unterschiedliche Territorien, aber es konnte sogar auch unterschiedliche Gruppen bedeuten und das bezeichnen. Und darauf werden wir noch zu sprechen kommen, auf diese Komplexität. Das gilt übrigens auch für das Adjektiv Russisch. Nun zu der Frage, was ist eigentlich die russische Nation? Die Frage klingt sehr einfach und sie ist unglaublich kompliziert. Es gibt zwei Varianten und eine Subkategorie. Zunächst zu der ersten Variante. Die erste Variante bezeichnet ein supraethnisches, russländisches Nationsverständnis. Bei diesem ersten Konzept von russischer Nation geht man davon aus, dass sich die russische Nationsbildung im Rahmen
eines schon bestehenden Staates vollzog und über weite Strecken mit der Staatsbildung zusammenfiel. Die Russen waren also demnach eine Staatsnation. Und am Anfang der russischen Nationswerdung stand der Staat, beziehungsweise das dann seit dem 16. Jahrhundert sich konsolidierende Imperium der Zaren. Und nach dieser Konzeption, die sich auf den Staat Russland, Rassia, als supraethnische russländische Nation richtet, gehören alle Untertanen des Zaren dazu und damit auch alle Staatsbürger des 1917 untergegangenen russländischen Imperiums und der gegenwärtigen russländischen Föderation. Also zum Beispiel auch Tataren, Tschetschenen, Burjaten, Kalmücken, Jakuten und wie sie alle heißen. Diese Nation kann sowohl einen imperial expansiven als auch einen demokratisch-staatsbürgerlichen Charakter annehmen. Das zweite Konzept von russischer Nation bezieht sich nicht auf den Staat, sondern auf die ethnische Gruppe. Sie besteht nur aus den Russen, Ruskie oder auch Großrussen genannt, und sie grenzt sich von den anderen Völkern des Imperiums ab, beziehungsweise sucht sie zu assimilieren, also auch zu ethnischen Russen zu machen. Und Ziel dieses Projekts, dieser zweiten Variante, ist es, die ethnischen und die staatlichen Grenzen in Übereinstimmung zu bringen, also einen ethnischen Nationalstaat zu bilden, der seinerseits eine demokratische oder autoritäre Ausrichtung annehmen kann. Und nun drückt sich das beides auch aus in den Adjektiven russisch, nämlich ruski und russländisch, auf Deutsch gesagt, und im Russischen rassiski. Und das ist eine Besonderheit, dass wir das im Deutschen ausdrücken können. Im Englischen können wir nur von Russian sprechen. Und genau diese Adjektive spiegeln die erste und die zweite Variante wider. Und auch da muss man deshalb bei den Begrifflichkeiten, sollte man genau sein, das wird natürlich häufig, selbst in der Literatur, der Einfacht halber dann doch nur von Russisch gesprochen. Ich habe versucht, das jetzt auch gerade in meiner Habilitation, die Herr Meyer-Ernst einfach eingangs erwähnte, durchgängig konsequent zu halten. Wenn also von einem ethnisch-russischen Verständnis die Rede ist, dann sollte man von Russisch sprechen, wenn hingegen die staatsbürgerliche, supraethnische Variante gemeint ist, von Russländisch. Und nun kommen wir zu der entscheidenden, für unseren Abend entscheidenden Subkategorie von beiden Varianten. Und das ist die sogenannte allrussische Nation. Sie umfasst nicht nur die ethnischen Russen, Großrussen, sondern alle Ostslawen, also auch die Ukrainer und die Belarussen. Und diese allrussische Nation hat als wichtigste Klammer die religiöse Komponente, nämlich die Orthodoxie, denen die meisten Ostslawen angehören seit den Zeiten der Kiewer Rus. Diese gemeinsame Konfession grenzt die sogenannte allrussische Nation von den meisten anderen Völkern des Zarenreiches, der Sowjetunion oder heute der Russischen Föderation ab. In der offiziellen Terminologie des Zarenreiches galten die Ukrainer als Kleinrussen. Und damit haben wir den Begriff, der ja auch unserem heutigen Vortrag innewohnt, die Kleinrussen, Malarussi oder Malarassiani. Dieser Begriff, der wie der Großrussen auf die Bezeichnung der beiden Teile der mittelalterlichen Rus zurückgeht, der war zunächst wertneutral gemeint. Er geht nämlich zurück eigentlich auf eine Sprache des Konstantinopler Patriarchats, wonach die Kleinrussen diejenigen waren, die in einer kleinen Entfernung von Konstantinopel lebten, und die Großrussen waren die, die in einer großen Entfernung von Konstantinopel lebten. Und erst im 19. Jahrhundert erhielt dieser Begriff der Kleinrussen eine negative Konnotation des Kleinen gegenüber dem Großen. Aus Moskauer und Petersburger Perspektive verwiesen diese Begriffe Kleinrussland und Kleinrussen seit der Mitte des 17. Jahrhunderts auf die gemeinsame Zugehörigkeit von Groß-, Klein- und Weißrussen, wie da die Belarussen ja auch bis vor kurzem noch genannt wurden, zu der übergeordneten Gemeinschaft aller Russen, Ostslawen. Und genau gegen diese allrussische Nationsvorstellung richten sich die Begriffe Ukrainer und Ukrainisch. Diese Begriffe kappen die Verbindung zu Russland und zu den Russen und stellen damit die Gemeinschaft der drei Zweige der sogenannten allrussischen Nation
in Frage. Und Sie sehen daran, wie die Frage, ob man sich als Kleinrusse oder Ukrainer bezeichnete, eine ungeheure Sprengkraft besitzen konnten, insbesondere dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als diese Frage die Behörden massiv beschäftigte und entsprechend zu Repressionen führte. Darauf werden wir noch genauer zu sprechen kommen. Diese drei Projekte oder sagen wir mal zwei Projekte mit der Subkategorie haben sich in der Geschichte immer wieder auch vermischt und verändert. Sie konkurrierten miteinander und sie konkurrieren bis heute. Wichtig ist mir, dass Sie mitnehmen erstmal die Mehrdeutigkeit des russischen Nationsbegriffes und natürlich das Konzept von der allrussischen Nation, was eines ist, was von russischer Seite ausgedacht und von russischer Seite auf die Ukrainer übertragen wurde. Nun kommen wir zu der Frage, welche Rolle denn die Ukraine für die russische Nationsbildung gespielt hat. In den vorgestellten Entwürfen von einer allrussischen Nation wurden die Ukrainer als Teil der eigenen Nation verstanden. Seit sich Vorstellungen von modernen Nationen verbreitet hatten, wurden deshalb ukrainisch-nationale Bestrebungen als Gefahr für die Einheit dieser allrussischen Nation betrachtet. Und das erklärt dann auch die überaus heftigen Reaktionen der jeweiligen Regierungen auf den Aufschwung einer ukrainischen Nationalbewegung, so in der Mitte des 19. Jahrhunderts und so dann auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und diese Sprengkraft, die der ukrainischen Nationalbewegung innewohnte, erklärt die repressive sowjetische Ukraine-Politik am Ende der 1920er Jahre und in den 1970er Jahren, als nämlich auf ukrainische nationalkommunistische Tendenzen reagiert wurde. Und es erklärt die Politik Russlands seit 1991. Denn nur widerwillig hat auch der Nachfolgestaat Russland, der Nachfolgestaat der Sowjetunion Russland, die Existenz eines unabhängigen ukrainischen Staates akzeptiert. Und wie wir heute wissen, hat Präsident Wladimir Putin die Existenz eines unabhängigen ukrainischen Staates zu keinem Zeitpunkt akzeptiert und begründet eben mit dieser Nicht-Akzeptanz seine militärische Invasion gegen das Land. Der moderne russische Nationalismus, der sich im 19. Jahrhundert herausbildete, definierte sich zwar nicht ausschließlich, aber in einem ganz erheblichen Ausmaß in der Auseinandersetzung mit der ukrainischen Nationalbewegung. Nationale russische Ideologen suchten zu beweisen, dass die Ukrainer oder wie sie damals eben genannt wurden, Kleinrussen, keine eigene Sprache und Geschichte hätten, dass sie unfähig seien, einen eigenen Staat zu bilden, dass sie nur Instrumente der Polen, Österreich, Ungarns oder des Westens seien, die damit jeweils Russland schwächen wollten. Und besonders die rebellischen Polen wurden verdächtig, die Ukrainer gegen Russland aufzuhetzen. Und aus dieser Sicht war die ukrainische Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts aus russischer Sicht eine polnische, österreichische oder jesuitische Intrige. Und das verweist darauf, dass das ukrainisch-russische Verhältnis immer auch als Dreiecksverhältnis zu sehen ist, das die Polen und den polnisch-russischen Antagonismus einbezieht. Sie sehen anhand der hier aufgeführten Begriffe Mazepinci, Petliorovci und Faschisten außerdem noch eine Kontinuität, die wirklich seit dem frühen 18. Jahrhundert, man könnte vielleicht sogar noch Vorstellungen von früher finden, sich wie ein roter Faden bis heute durchzieht, wonach dieses Denken in der Kategorie von Intrigen die Ukrainer immer wieder als Verräter erscheinen ließen, als diejenigen, die Abtrünnigen. Das bezog sich zunächst auf Hetman Mazepa, der damals von Peter dem Großen abfiel. Und danach wurden die Ukrainer lange Zeit dann, wenn sie nicht gehorchten, als Mazepinci bezeichnet. Das Gleiche wiederholte sich 1918, als unter dem ukrainischen Anführer Simon Petliura sich ukrainische Streitkräfte gegen die Bolschewiki, gegen die Roten stellten. Anschließend wurden sie als Petliorovci beschimpft. Und es wiederholte sich seit 1941, als die Ukraine von den Deutschen besetzt wurde und anschließend von der Sowjetunion wiedereobert wurde. Da waren alle unter dem Generalverdacht, Faschisten zu sein, ebenso angekreidet worden.
Interessant ist es nun, ein Blick auf die Analogien zwischen der russischen und ukrainischen Nationsbildung und ihren Nationalbewegungen zu werfen. Die einzelnen Phasen der ukrainischen und russischen Nationsbildung und Nationalbewegung verliefen nämlich ganz interessant parallel und standen von Anfang an in enger Interaktion miteinander. Das hatte natürlich jeweils viel mit der allgemeinen politischen und gesellschaftlichen Entwicklung im Zarenreich zu tun. Der Prozess der Bildung der modernen russischen und ukrainischen Nation begann, wie in vielen anderen Fällen Europas, europäische Nationalbewegungen auch, damit, dass am Ende des 18. und im frühen 19. Jahrhundert Intellektuelle einen Entwurf nationaler Identität konstruierten. Sie machten sich auf die Suche nach einer nationalen Geschichte, Volkskultur, Sprache und Literatur. Und in den 1840er bis 1870er Jahren kam es nun zu den ersten Schüben, sowohl im Falle der russischen als auch der ukrainischen Nationalbewegung, die ersten Schübe einer von nationalen Aktivisten getragenen politischen Bewegung. In den 1880er und 1890er Jahren kam es zu einer Verzögerung, vor allem der ukrainischen, abgeschwächt, aber auch der russischen Nationsbildung. Warum? Im Falle der ukrainischen Nationsbildung hängt es sehr stark mit der repressiven Politik zusammen. Interessant ist der repressiven Politik des Zarenreichs, darauf werde ich noch eingehen. Aber interessant ist, dass es auch für die russische Nationsbildung zu einer Verzögerung kam. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass die Nationsbewegung, eine ethnisch getragene Nationsbewegung für das Zarenreich eine elementare Gefahr bedeutete, denn es höhlte im Kern die Fundamente des Imperiums aus, die primär dynastisch und ständisch und damit supranational verfasst waren. Ein neuer Schub beschleunigter Nationsbildung vollzog sich im Zarenreich zu Beginn des 20. Jahrhunderts und führte dann zu der Revolution von 1905, im Ersten Weltkrieg und in der Revolution von 1917-18 zur sozialen und nationalen Massenmobilisierung von Ukrainern und Russen. Die Prozesse ukrainischer und russischer Nationsbildung intensivierten sich erneut in den beiden postsowjetischen, also nach 1991 sich bildenden unabhängigen Nationalstaaten. So viel also zu den Analogien. Im Rahmen dieser Nationsbildungsprozesse muss man jedoch nicht nur zwischen den drei vorgestellten Spielarten des russischen-russländischen Nationskonzepts differenzieren. Es gab auch auf der ukrainischen Seite unterschiedliche und miteinander konkurrierende nationale Projekte. Sie hatten je nach Region sogar nochmal unterschiedliche Ausprägungen. Es gab unter den Ukrainern nicht wenige Anhänger des Konzepts einer allrussischen Nation. Danach nahmen die Kleinrussen einen Platz innerhalb dieser allrussischen Nation als ein regionaler Zweig. Die anderen, die sich als Ukrainer bezeichneten, verfochten einen exklusiv ukrainischen Identitätsentwurf und brachen mit jeder kleinrussischen Identität. Und genau auf diese ukrainische Perspektive werde ich jetzt zu sprechen kommen, wenn es um die Frage geht, welche Rolle spielte Russland für die ukrainische Nationsbildung, also zu dem Gegenprojekt zur allrussischen Nation. Im 19. und 20. Jahrhundert, dem Zeitalter der Formierung moderner Nationen, gehörte die weit überwiegende Mehrheit der Ukrainer, wie ich ihn auf der Karte vorhin gezeigt hatte, zum Russländischen Reich. Zuvor waren 400 Jahre lang die Polen der wichtigste Bezugspunkt für die ukrainische Bevölkerung gewesen und in Galizien blieb sie dies bis zum Zweiten Weltkrieg. Im Zarenreich des 19. Jahrhunderts hingegen sorgten Schulen, Universitäten und Medien für eine Dominanz der russischen Sprache und Kultur mindestens unter den gebildeten Ukrainern. Dies führte immer wieder zu Prozessen der Akkulturation und teilweise zu einer Aufstiegsassimilation ukrainischer Eliten. Ich sehe gerade, dass ich Ihnen eine Folie zeige, die erst gleich kommt. Deshalb gehe ich noch mal gerade zurück, damit Sie nicht zu sehr irritiert sind. Das Zarenreich und die Sowjetunion boten den Ukrainern aber nicht nur Aufstiegschancen. Sie verfolgten in einzelnen Phasen auch eine Politik der Russifizierung. Und wenn die ukrainische Nationsbildung erfolgreich sein wollte, musste sie sich von der russischen Nation und der repressiv agierenden
Herrschaft abgrenzen. Eine solche Abgrenzung gegen außen, im ukrainischen Fall dann vor allem gegen Polen und Russland, ist ja bekanntermaßen ein konstitutives Element von nationalen Ideologien überhaupt. Und deshalb will ich jetzt darlegen, welche Faktoren für die ukrainische Nationalbewegung zur Abgrenzung von Russland und den Russen in Frage kamen. Und damit kommen wir zu der Folie, die Sie gerade eben schon gesehen hatten. Während also die Russen zum Typ der Staatsnation gehören, waren die Ukrainer im 19. Jahrhundert, als sich die moderne Nation herausbildete, eine staatslose Nation, eine sogenannte nicht dominante ethnische Gruppe. Immerhin konnte sie sich auf Ansätze von Staatlichkeit in der Geschichte berufen. Sie erinnern sich an die kurze Zeit des Hetmanats innerhalb des 17. Jahrhunderts, 1649, genau. 1989, kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion, hat sogar die ukrainische Nationalbewegung von einer tausendjährigen Staatlichkeit gesprochen. Das war natürlich eine Konstruktion und beruht aber auf wichtigen Erinnerungsorten. Zum einen, ich bin jetzt gerade irritiert, das hier ist die Folie, die ich Ihnen zeigen will. Genau, zum einen auf der mittelalterlichen Kiewer Rus, die also das eigentlich ja supraethnische Herrschaftsgebilde war, der ostslawische Herrschaftsverband der Rurikiden, aber eben mit Kiew als der Hauptstadt. Und das ist das Element, was für eine gewisse Form von Kontinuität zur späteren ukrainischen Staatlichkeit sorgen konnte. Das zweite dann das Kosakenhetmanat und das dritte die ukrainische Volksrepublik 1917 bis 1920. Diese Erinnerungsorte sind zwar bis heute sehr wichtig, aber angesichts der immer noch sehr kurzen Zeit, die ukrainische Staatlichkeit andauerte, eignete sich das Thema eigener Staatlichkeit bis 1991 nur sehr bedingt zur Abgrenzung von der russländischen Staatsnation. Denn, Sie haben es gemerkt, die Kiewer Rus war eigentlich ja supraethnisch, das Kosakenhetmanat hat nur ganz kurz existiert und auch das Gleiche gilt für die ukrainische Volksrepublik. Deshalb ist nochmal mit besonderem Interesse auf die Sowjetukraine hinzuweisen. Elemente der Staatlichkeit besaß auch die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik, die innerhalb dieser sich als supranational definierenden und föderalistisch organisierten Sowjetunion formal auf einer Stufe mit der russländischen sozialistischen Republik stand. Theoretisch verfügte die Sowjetukraine auch über das Recht auf Sezession. Der ukrainischen Nation, die im Gegensatz zum Zarenreich nun ja offiziell anerkannt wurde, war ein Territorium mit festen Grenzen, mit eigenen Institutionen und mit gewissen Autonomierechten zugewiesen. Vor allem in den 1920er Jahren bot die ukrainische Sowjetrepublik einen Rahmen, um die ukrainische Sprachnation und die Anfänge einer politischen Nation zu konsolidieren. Unter den Bedingungen des sowjetischen Zentralismus aber, des stalinschen Terrors und mehrerer Wellen von Russifizierung handelte es sich aber wohl nur um eine weitgehend theoretisch gedachte Staatlichkeit. Aber, und das ist die Ironie der Geschichte, sie barg genau das Potenzial, das zum Tragen kam, als das sowjetische Imperium zerfiel, um dann der Ukraine eine Unabhängigkeit genau entlang dieser Grenzen zu ermöglichen, die zuvor von Lenin zur Gründung der Sowjetunion gebildet worden waren. Und darauf genau bezieht sich Putin, wenn er von der Ukraine als einem Geschöpf Lenins spricht. Das ist natürlich eine geniale Amalgamierung von einem Fünkchen Wahrheit mit viel Lüge. Das Fünkchen Wahrheit besteht darin, dass die Grenzen, die die Sowjetukraine erhielt 1921, diese Grenzen hatten vorher so noch nie existiert. Und insofern ist Lenin in der Tat von den Grenzen her gesehen ein Erschöpfer der Sowjetukraine. Aber natürlich ist das alles nur eine Reaktion auf die ukrainische Nationalbewegung beziehungsweise auf ein Zugeständnis an die ukrainischen nationalen Aktivisten, die ja zuvor die ukrainische Nationale Republik gegründet, die ukrainische Volksrepublik gegründet hatten. Und Lenin verfolgte ein wenig die Idee, wenn wir Zugeständnisse machen, wir Bolschewiki,
an die nationalen Aktivisten auf der nationalen Ebene, dann werden wir sie auch gewinnen können für die sozialistische Sache. Also es war ein utilitaristisches Denken und ja, ein Stück weit ist er zum Totengräber damit der Sowjetunion geworden. Denn es stellt sich schon die Frage, wenn diese Grenzen nicht existiert hätten, wären dann die verschiedenen Republiken tatsächlich so einfach in ihre einzelnen Glieder zerfallen. Ich komme nun zum zweiten Faktor neben Staatlichkeit und Territorium. Das ist jetzt die Religion. Die gemeinsame Zugehörigkeit zum orthodoxen Christentum, habe ich schon eingangs erwähnt, ist natürlich ganz bedeutend gewesen damals für die den Zusammenhalt der Kiewer Rus. Und gerade deshalb eignet sie sich die Religion eigentlich nur bedingt zur Abgrenzung der ukrainischen von der russischen Nation. Aber eine wichtige Ausnahme bildeten hier die meisten Ukrainer, die in Galizien lebten und auch in Subkarpatien. Sie unterstanden, ich zeige Ihnen nochmal die Karte aus dem 19. Jahrhundert, ab der Teilung Polens bis zum Ersten Weltkrieg dem Habsburger Reich. Und dort, und das habe ich Ihnen bislang verschwiegen, existierte nämlich die sogenannte griechisch-katholische Kirche oder damals auch unierte Kirche genannt. Diese Kirche hatte Polen Litauen gründen lassen in dem Versuch, die Ukrainer im polnisch-litauischen Reich stärker an die dominante Ethnie der Polen heranzuführen, die ja katholisch, römisch-katholisch waren. Und man wollte nun eine Brücke bauen für die orthodoxen Ostslawen oder orthodoxe Ukrainer. Und diese Brücke bestand darin, dass man versuchte, das Schisma von 1054, das Schisma in die westliche und die östliche Kirche zu überwinden und den Papst als Oberhaupt dieser neuen Kirche auszuwählen, aber Zugeständnisse in den Riten und auch in der Kirchenliturgie und in der Kirchensprache zu machen, die nämlich das Kirchenslawische befolgen durfte. Und es durften auch die Priester heiraten, genauso wie es sonst in der orthodoxen Kirche der Fall ist. Also diese Art von Mischgebilde nannte sich nun griechisch-katholische Kirche. Und auch hier wieder eine Ironie der Geschichte, das, was eigentlich dafür gedacht war, aus Sicht der Polen, langsam an die polnische, römisch-katholische Kultur heranzuführen und eines Tages auf diese Weise erfolgreich die orthodoxen Ukrainer assimilieren zu können, führte das ganz im Gegenteil dazu, dass spätestens jetzt im 19. Jahrhundert diese Kirche die Möglichkeit bot, sich abzugrenzen von den römisch-katholischen Polen. Und damit bildete sich hier ein Becken, ein Rückhalt für die ukrainische Nationalbewegung in Galizien, um mit Hilfe dieser Kirche sich zu profilieren und gerade auch die ukrainische ländliche Bevölkerung zu beeinflussen. Aber auch für die im Zarenreich lebende Mehrheit der Ukrainer, die der russisch-orthodoxen Kirche unterstanden, spielte die Religion nicht nur einen der Faktor. Es gab nämlich auch in den geistlichen Seminarien, und das betrifft nun auch ausgerechnet das Thema meiner Doktorarbeit, auch hier gab es Bestrebungen, sich zu lösen aus der, oder sagen wir mal, nicht gleich zu lösen, aber doch zumindest ukrainische autonome Strukturen innerhalb der orthodoxen Kirche aufzubauen. Und das mündete dann nach der Revolution von 1917 sogar in den Versuch, eine autokephale, also eine eigene orthodoxe Nationalkirche zu gründen. Und der frühere ukrainische Präsident Petro Poroschenko sah genau in dem Potenzial einer unabhängigen ukrainisch-orthodoxen Kirche die große Chance, um den Weg nach, um die nationale Eigenstaatlichkeit der Ukraine zu stärken. Und ihm gelang es 2019, die Zustimmung vom ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel zu erhalten, um tatsächlich eine autokephale ukrainische Nationalkirche zu gründen. Das hat zu einem Riesendrama geführt. Sie werden es vielleicht mitbekommen haben, aber darauf können wir gegebenenfalls in der Diskussion später nochmal zurückkommen. Ich komme nun zu dem dritten Faktor, der als Abgrenzungsmöglichkeit sich bieten konnte. Ich habe Ihnen jetzt vorgestellt, dass einerseits Staatlichkeit Territorium nur bedingt und auch Religion nur mit Einschränkungen herhalten konnte. Wie sieht es nun mit Sprache und Literatur aus?
Sie wissen es sowieso aus der deutschen Nationalbewegung, Sprache und Literatur sind ganz, ganz wichtige Faktoren für Nationsbildung. Sie sind das Medium nationaler Kommunikation. Ihnen allen ist vertraut die Bedeutung der Übersetzung von der Bibel durch Martin Luther in die deutsche Volkssprache. Und auch die emotionale Zuwendung, die nationalsprachliche Literatur erhalten kann, ist ein wichtiges Element nationaler Mobilisierung. Und entsprechend war auch dieser Faktor der Nationalbewegung und der Konstruktion der ukrainischen Nation, war es ganz wichtig, eine vom Russischen unabhängige ukrainische Literatursprache zu schaffen und durchzusetzen. Und den entscheidenden Durchbruch erlebte diese ukrainische Literatursprache mit jenem Mann, den Sie hier abgebildet sehen. Und ich hoffe, dass einige zumindest von Ihnen schon mal seinen Namen gehört haben, Taras Schewtschenko. Es ist die Ikone schlechthin in der Ukraine. Es ist der Nationaldichter, der in seiner Bedeutung nur zu vergleichen ist mit Alexander Puschkin für die Russen, mit Mickiewicz für die Polen oder mit Johann Wolfgang von Goethe für die Deutschen. Sie finden in der Ukraine keine Stadt ohne eine Büste Schewtschenkos, keine Stadt ohne einen Straßennamen Schewtschenko oder Schulen, die nach ihm benannt werden. Im Falle der Sprache sind allerdings im Unterschied zur Religion auch multiple Zugehörigkeiten häufig. Ukrainisch-russische Zweisprachigkeit war in der Vergangenheit und ist auch heute noch weit verbreitet. Dazu hat zum einen die Verwandtschaft der beiden Sprachen als auch die Dominanz des Russischen beigetragen, für die zarische und dann auch die sowjetische Regierung auf Kosten des Ukrainischen gesorgt hat. Sogar dieser Nationaldichter Taras Schewtschenko hat in beiden Sprachen geschrieben. Und das ist mir ganz wichtig, dass Sie das auch von diesem heutigen Abend mitnehmen. Die Sprache ist kein Identitätsmarker in der Ukraine. Man könnte nun sagen, naja, nach dem Ausbruch des Großkrieges, nach dem 24. Februar, versuchen sich alle in der Ukraine von der russischen Sprache zu distanzieren. Das ist zwar richtig, aber das halte ich für ein vorübergehendes Phänomen. Grundsätzlich muss man festhalten, dass so, wie wir das aus der Schweiz, aus Kanada, aus Belgien kennen, es ist ein mehrsprachiges Land. Und nichts ist gravierend falscher als das, was wir 2014 in der deutschen Presse immer wieder zu lesen bekamen, wonach diejenigen, die Russisch sprachen, dann häufig als Russen qualifiziert wurden. Gerade wenn Sie jetzt denken an eine Stadt wie Kharkiv, die also näher kaum liegen könnte an der russischen Grenze, wo entsprechend die überragende Mehrheit der Bevölkerung russischsprachig ist. Gerade dort ist die ukrainische Nationalbewegung mit am stärksten. Dort ist übrigens auch schon im 19. Jahrhundert die Nationalbewegung gegründet worden. Also so viel nur kurz zu der Kategorie von Sprache und für in seiner Bedeutung und Nichtbedeutung für die Nationsbildung. Aber gleichwohl war es natürlich der ukrainischen Nationalbewegung ein großes Anliegen, die eigene Sprache anerkannt zu bekommen. Und entscheidende Rückschlag für die ukrainische Nationalbewegung ging daher einher mit der repressiven Politik der Zarenregierung. Und ich komme nun zu einem Moment, von dem, glaube ich, Herr Meyer-Ernst schon zu Beginn, auf das er schon Beginn angespielt hatte, nämlich die wichtigste Etappe zur Unterdrückung des Ukrainischen im ausgehenden 19. Jahrhundert. Ich möchte Ihnen jetzt einen direkten Einblick in die Quellensprache vermitteln und zitiere von dem Paukenschlag, wie ich ihn nenne, von dem berühmten Verbotserlass von dem Innenminister Piotr Waluwe von 1863. Mit diesen Worten nämlich verbot er die ukrainische Sprache. Ich zitiere: Eine eigene kleinrussländische Sprache hat es nie gegeben, gibt es jetzt nicht und wird es nie geben. Das für sich genommen ist schon mal sehr komisch, denn wenn es etwas nie gegeben hat, dann braucht man es eigentlich ja auch gar nicht zu verbieten. Der Dialekt, der von dem einfachen Volk gesprochen wird, ist Russisch, nur verdorben durch polnische Einflüsse. Auch hier sehen Sie wieder den Aspekt des Verrätertums und der intrigierenden Polen. Den Personenkreis, welcher das Gegenteil zu beweisen sucht, beschuldigt die Mehrheit selbst der Kleinrussen, separatistische Gedanken zu haben,
die gegenüber Russland feindlich und für Kleinrussland tödlich sind. Ab diesem Verbot von jeglichen ukrainischsprachigen Druckschriften und Schulen musste entsprechend auf Russisch ausgewichen werden. Dieser Erlass von 1863 wurde nochmal verstärkt durch einen weiteren Erlass 1876, wo auch die belletristische Literatur erfasst wurde. Aufgrund dieser Politik hat die russische Sprache in den meisten größeren Städten der Ukraine immer noch eine große Bedeutung. Die ganz große Ausnahme von dieser von den anderen Städten ist Lemberg. Lemberg als Hauptstadt des Galiziens, das so lange erst dem polnisch-litauischen Reich angehört hatte, dann dem Habsburgerreich und in Zwischenkriegszeit zu Polen. Hier hat die russische Sprache nie Fuß fassen können. Ja, damit kommen wir nun zu dem letzten und zum vierten und letzten Faktor der vier entscheidenden Abgrenzungsmöglichkeiten, nämlich zur Geschichte. Nachdem Sie nun gesehen haben, dass also die Themen Staatlichkeit, Religion und Sprache nur bedingt tauglich waren, um als wirkmächtige Bausteine für die Konstruktion einer ukrainischen Nation und damit für die Abgrenzung von Russland zu dienen, musste entsprechend der Bezug auf eine gemeinsame Geschichte eine umso größere Bedeutung bekommen. Geschichte als Sinnbild als Kernelement für die Herausbildung eines kollektiven ukrainischen Gedächtnisses ist Ihnen vermutlich auch aus anderen Kulturen ein Begriff. Es ist daher kein Zufall, dass der berühmte ukrainische Historiker Michail Hruschewski, der um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert lebte, dass er zu den wichtigsten Baumeistern ukrainischen Nationalbewusstseins gehörte. Er begründete zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Abgrenzung vom russischen und russländischen Narrativ eine ukrainische Nationalgeschichte. Zuvor hatten die meisten in der Ukraine verfassten Geschichtswerke die ukrainische Geschichte immer noch im Rahmen der russländischen oder der sogenannten allrussischen Geschichte betrachtet. Das Narrativ von einer ukrainischen Nationalgeschichte enthielt zunächst auch einige Gemeinsamkeiten mit dem russischen nationalen Narrativ. Beide verband die starke antipolnische Ausrichtung. Beide verband die kollektive Erinnerung an die Taufe der Rus im Mittelalter. Beide verband die Vorstellung, eine Vormauer der Christenheit gegenüber Reiternomaden und Islam gewesen zu sein. Beide verband auch die Lebensform der Kosaken, die es nämlich auch innerhalb des Moskauer Reiches und dann später Russlands gegeben hat. Und beide verband die Erinnerung an den stalinistischen Terror und noch wichtiger, beide verband die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Das ist natürlich jetzt alles erst 20. Jahrhundert und konnte entsprechend noch nicht von Michail Hruschewski Anfang des 20. Jahrhunderts berücksichtigt werden. Aber die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg ist kaum zu unterschätzen in seiner Amalgamierung, in seiner Bedeutung für ein Zusammengehörigkeitsgefühl von Russen und Ukrainern, die diesen Krieg als den großen vaterländischen Krieg lange Zeit gemeinsam betrachtet haben und mit dem Feind Nazi-Deutschland natürlich auch eine gute Abgrenzung nach außen hatten. Aber nun zu den Abgrenzungsnarrativen innerhalb der Geschichtsschreibung. Hier zählten nun ganz wichtige Ansprüche eine Rolle, nämlich zum einen der Anspruch, die Ukrainer als die wahren Erben der Kiewer Rus zu sein, dann die ukrainischen Kosaken und das Hetmanat zu heroisieren und entsprechend die Liquidierung des Hetmanats, die dann im 18. Jahrhundert unter Katharina II. Erfolgte, als eine Leidensgeschichte zu stilisieren. Und natürlich diente die Unterdrückung der ukrainischen Nationalbewegung im 19. Jahrhundert als geeignetes Abgrenzungsnarrativ. Interessant ist nun, dass ein ukrainischer Historiker 1861, Nikolai Kostomarow, zusammengefasst hat, wie man den russisch-ukrainischen Gegensatz auf den Punkt bringen könnte. Und ich zitiere nun seine Aufzählung, wohlgemerkt 1861. Demnach zählten zur ukrainischen Nationalität Individualismus, Kosakenfreiheit, Demokratie, Föderalismus, Privatbesitz und Toleranz.
Diese stereotypische Abgrenzung beruhte auf jeweils mit der Geschichte verbundenen Elementen, so zum Beispiel Demokratie damit, dass die Kosaken sich sehr basisdemokratisch organisiert hatten. Dort konnte tatsächlich jeder freie Krieger bei der Wahl eines Hetmans mitwirken. Der Privatbesitz, auch gerade bei den Bauern, spielte bis ins 19. Jahrhundert, bis von der Zarenseite, das untersagt wurde, eine große Rolle. Und die Toleranz, naja, das ist so die Frage, inwieweit die tatsächlich existierte. Jedenfalls gab es mehrere Konfessionen, die nebeneinander her existierten. Allerdings gab es schon damals im 17. Jahrhundert sehr wenig Toleranz gegenüber den Juden. Aber es handelt sich hier um Stereotypen und das sind die geht jetzt nun weiter, diese stereotypische Aufzählung für die Eigenschaften, die man der russischen Nationalität zusprach. Demnach gehörten laut dieses Historikers zur russischen Nationalität Kollektivismus, Unterwürfigkeit, Autokratie, Zentralismus und Xenophobie. Viele Ukrainer würden wohl auch heute noch diese Darstellung der Stereotypen ukrainisch-russischen Gegensätze unterschreiben. Aus dem 20. Jahrhundert stammt aber schließlich noch ein ganz wichtiger anderer nationaler Erinnerungsort, der inzwischen fast mehr als alle anderen, die ich jetzt genannt habe, zur Abgrenzung von zunächst mal der russisch konnotierten Sowjetunion, aber heute auch von Russland gilt. Und damit kommen wir auf das Thema Holodomor zu sprechen, was auch Herr Meyer-Ernst am Anfang schon erwähnt hatte, die von Stalin herbeigeführte Hungersnot von 1932-33. Sie wird in der Ukraine heute offiziell als Genozid an den Ukrainern bezeichnet und seit vorgestern auch in Deutschland vom Deutschen Bundestag als Genozid bezeichnet. Sie spielte bis zum Februar dieses Jahres die zweifellos größte Rolle, also bildete den wichtigsten nationalen Erinnerungsort der Ukrainer. Ich würde es fast vergleichen mit der konstitutiven Bedeutung, die für die Deutschen die Shoah hat und damit dies nie wieder Auschwitz für die Gründung der Bundesrepublik und ja auch für das kollektive Gedächtnis der Deutschen bis heute so entscheidend ist. Die Erinnerung an den Holodomor, dem knapp 4 Millionen Ukrainer zum Opfer fielen. Ich mag Ihnen nur diese Zahl einmal nennen, um Ihnen eine Vorstellung zu geben. So, jetzt habe ich Sie schon sehr beansprucht. Ich komme damit zu meinem Schluss. Die beschriebenen Abgrenzungsnarrative waren für die ukrainische Nationsbildung im 19. und 20. Jahrhundert von fundamentaler Bedeutung, aber ich habe Ihnen auch zu zeigen versucht, die Konstruktion dieser Narrative war komplex. Die Bausteine Religion, Sprache und Geschichte konnten nicht einfach zusammengefügt werden. Anders als war dies im polnisch und habsburgisch geprägten Galizien. Hier fiel sowohl die Abgrenzung gegenüber den Polen als auch gegenüber den Russen wesentlich leichter. Neben dem traditionellen sozialen Antagonismus traten zwischen den ukrainischen Bauern und den polnischen Adligen und den sprachlichen Unterschieden gab es dann noch zwischen noch gegenüber Polen wie Russen die religiösen Trennlinien. Im Falle der sogenannten Dnipro-Ukraine, also des Nicht-Galiziens, erschwerten die zahlreichen Gemeinsamkeiten mit Russland die Nationsbildung. Das Projekt der orthodoxen allrussischen Nation, die sowohl Russen wie Ukrainer umfassen soll, ist also nicht nur ein Produkt des Sowjetpatriotismus oder eines russischen Großmachtschauvinismus. Es hatte und es hat auch noch bis in die letzte Zeit in der Ukraine dazu Anhänger gegeben. Die Gemeinsamkeiten der Konfession, von Teilen der Kultur und des kollektiven Gedächtnisses haben dazu geführt, dass viele Ukrainer ihr Verhältnis zu Russland und den Russen noch bis vor einem Jahrzehnt als ein enges bezeichnet haben. In den russischen und russländischen Narrativen ist die Hierarchie zwischen den beiden Nationen nie verschwunden. Die ukrainische Nation galt und gilt seit mindestens 2 Jahrhunderten nicht als gleichberechtigt, vielmehr für viele Russen, so auch für Putin, weiterhin als Bestandteil der eigenen Nation. In einer Umfrage von 2007 betrachteten 60% der russischen Befragten die Ukraine nicht als Ausland. Diese unter den Russen verbreitete herablassende Haltung zur jüngeren Schwester des russischen älteren Bruders
mobilisierte einerseits in der Ukraine nationalen Protest, sie fand andererseits aber auch Widerhall bei jenen Ukrainern, die national nicht eindeutig festgelegt waren. Ich habe in meinem Vortrag versucht, deutlich zu machen, dass die Abgrenzung gegenüber Russland oder der Sowjetunion nur bedingt eine tragfähige Basis für eine starke und mobilisierende ukrainische Nationsbildung war. Umso entscheidender waren daher die vergangenen 30 Jahre ukrainischer Staatlichkeit. Mit ihnen, mit den letzten 3 Jahrzehnten, wurde die politische ukrainische Nation von innen heraus und aufgrund innerer Kräfte vorangetrieben. Diese Prozesse der Nationsbildung vollzogen sich seit 1991 in mehreren Schüben. Am wichtigsten waren zweifellos die Massenmobilisierung im Rahmen der Orange Revolution von 2004 und ganz besonders im Rahmen der Maidan-Revolution von 2014, auf die ich jetzt jeweils gar nicht mehr eingehe, weil ich glaube, sie sind Ihnen beide noch gut vor Augen, denn das waren ja dramatische Bilder, die damals auch bei uns auf den Fernsehern zu sehen waren. Mit den Themen Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung und Annäherung an die Europäische Union dominierten Anliegen, die sich auf die Entwicklung des eigenen Weges konzentrierten, nicht so sehr auf Abgrenzung. Diese Situation veränderte sich gewaltig infolge der Krim-Annexion durch Russland und dem Krieg im Donbass. Seither, wohlgemerkt seit 2014, geht es für die Ukraine um einen Überlebenskampf. Und seit dem 24. Februar 2022 gilt dieser Überlebenskampf nicht mehr nur für den Staat, sondern jetzt auch für das persönliche Leben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich zeige Ihnen hier noch gerade 2 wunderbare Werke von meinem Doktorvater Andreas Kappeler, auf die ich sehr, sehr, die ich Ihnen sehr, sehr empfehlen kann. Das eine ist Andreas Kappeler Ungleiche Brüder. Das geht genau auf die Beziehungsgeschichte ein, ist ganz kurz im Beck Verlag erschienen, glänzend geschrieben, einfach, aber erfasst die Komplexität. Und Andreas Kappeler Kleine Geschichte der Ukraine von 2014. Auch dies ein Meisterwerk, in dem er noch sehr viel ausführlicher als in dem anderen Buch auf speziell die ukrainische Geschichte zu sprechen kommt. Jetzt stoppe ich meine Präsentation und würde Ihnen jetzt erstmal wünschen, dass Sie sich ein wenig erholen können. Thank you.